Hallo Rümer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Portale, Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Wir am nächsten Morgen müssen bald aufbrechen. Morgen Doki, heute ist der große Tag, der Riesengletscher wartet. Geh schon mal vor auf den Hügel. Nach Tara und Psyana haben uns zwar ihre Zugangskarten anvertraut, aber ich habe so meine Zweifel, ob ich in der Lage bin, sie richtig einzusetzen. Ich werde mir daher Emolga schnappen und noch ein wenig mehr üben. Triff du doch in der Zwischenzeit letzte Vorbereitung, bevor wir aufbrechen. Ich erwarte dich dann auf dem Hügel, einverstanden? Alles klar. Nach dem letzten etwas sehr langen, einfach nur Story-Vorlese-Part können wir heute mal wieder richtig zocken. Hoffentlich. Wir treffen unsere Vorbereitungen. Wir wollen natürlich erstmal all unser Geld mitnehmen. Aber wir können nur 999.000 mitnehmen, okay. Okay. Wir brauchen diese beiden Sachen nicht, ne? Diese ganzen Sachen hier nicht, ne? Spezialbahn nicht, wann ich mal Einsatz unterschiedlicher Attacken gehört die Volltreffer. Oh, okay. EP-Bond, ja, brauchen wir auch nicht. Wir legen mal alles andere ab und dann kann ich mir halt erstmal alles so mitnehmen. An der Anzahl, wie ich es halt mitnehmen wollen würde. Die Schlüssel behalten wir mal und die Funkebox und so, die können wir machen. Weglegen, einfach weglegen. Items mitnehmen. So. Silberdorn lassen wir hier. Die Bänder brauchen wir alle nicht. Wir nehmen mal 1, 2, 3, 4 Sinelbeeren erstmal mit. 2 Pösifbeeren. Die beiden Belebersamen, die wir haben. Nehmen wir die Levelsamen mit? Das ist Trainingssamen nochmal. Attacken wir. Nimm die Levelsamen mal mit, glaube ich. Und geben uns die gleich mal. 2 Top-Elixiere und ein Flea-Orb. Ein Escher, Miros und so. Das brauchen wir alles nicht mehr, alles klar. Oh, nein, Moment. Die ganzen Schatzboxen können wir auch mal alle mitnehmen. Alle Schatzboxen mitgenommen. gucken wir erstmal, was Morlord alles so hat. Ja, deswegen fürchte ich Sorgen gemacht. Okay. Ja, ist gut, Morlord. Hey! Wie? Er sagt jetzt alles nochmal. Alles? Oh. Der verkauft uns aber auch jetzt nichts. Wie es aussieht. WTF? Okay, Surokex schon. Was erinnern? Kann ich mich an irgendeine coole Attacke erinnern? Nee, ne? Kratzer, Drachenwut, Grimasse, Trugschlag. Trugschlag? Nee. Ist eine normale Attacke, what? Ich dachte, das ist Unlicht. Okay. Was hat Teddy so? Der Glut, ja, Nitroladung. Brandstempel? Je schwerer der Anwender ist. Achso, ja gut, das bringt ja nicht wirklich was. Dadurch, dass Teddy halt nicht unbedingt stark ist, nicht schwer ist, meine ich. Wo ist denn hier Nachtara? Da. Nachtara können wir aber gar nicht angucken, okay. Ich würde halt Nachtara eigentlich ganz gerne dabei haben. Aber es geht, wie es aussieht, nicht. Können wir Emolga mitnehmen? Hat aber auch keine coolen Attacken, okay. Nee, unser Team machen wir doch auch bei Morlord. Das können wir jetzt gar nicht alles machen, Lul. Okay. Wir können jetzt ganz viele Orte aufsuchen, alles klar. Hier, Ramaidon. Das ist der Schluss auf ewige Ausreden, ja. Heute ist der Tag, ich werde es hier ansprechen. Okay. Ja, alles klar, okay, er kann alle Schatzboxen noch öffnen. Ja. Ah, das wird jetzt ein bisschen länger dauern.
Goldbarren. Sehr geil. Nicht mehr viele, Leute. Nicht mehr viele. Wir haben's gleich. Wir haben's bald. Ach, Mann. Effektiv handelt es sich um eine Teamfähigkeit. Beherrschst du sie, so erhöht sich die Volltrefferwahrscheinlichkeit. Okay. Alles klar. Wir können Teamfähigkeiten aus unseren aus den Boxen rausbekommen. Okay. Das ist interessant. Was müssen wir gleich noch machen? Wir müssen jetzt noch gleich zum Keck-Leon laden. Goldband, okay. Das gibt viel Cash. Ja. So, er will sich hier noch ansprechen, ne? So, und noch einmal hier. Ihr werdet für das Untergehen. Alles klar. Ich will kein Geld für die Goldbarren tatsächlich. Gegen Items eintauschen. Wir haben 68, lol. Level Sam ist auch ganz cool eigentlich, ne? So. Blizzard, Donner, Drachenrute. Was ist Drachenrute? Bringt die Attacke Drachenrute bei. Schadet dem Gegner und bläst ihn geradewegs fort. Ja, nee. Energie bei Feuersturm. Also ich werde tatsächlich eigentlich für... Nee, Blizzard ist dumm, oder? Donner, Drachenrute. Ich glaube... Nee, Drachenrute brauche ich gar nicht. Was bräuchte ich denn? Könnte ich Blizzard oder so erlernen? Ich weiß es tatsächlich nicht. Eigentlich bräuchte ich davon doch gar nichts, ne? Wenn ich mal so überlege. Aber ich glaube, wir haben noch keinen grünen Schlüssel, ne? Wir finden ja immer grüne Dungeons. Ich glaube, wir nehmen mal einen grünen Schlüssel mit auf jeden Fall. So. Ja, ich will immer noch als ob. So, Belebersamen. So, kaufen wir uns vielleicht doch noch ein Dings. Ne, Attacke. Wir haben jetzt echt viele Belebersamen gerade gekauft. Ich habe auch keinen Bock mehr, Belebersamen zu kaufen, tatsächlich. Falls wir Molga mitnehmen können, denke ich mal, holen wir uns Donner, oder? Falls wir Molga mit auf die Mission nehmen können, bringen wir ihm Donner bei. Oh Leute, ich schneide so viel raus heute, glaube ich. Ich glaube, ich schneide ein bisschen was raus, du. Das ist echt... Ja, wir wollen ein bisschen was kaufen. Nehmen den Belebersamen mit. Das war's eigentlich. Wow. Also die Shops sind auch nicht mehr so geil irgendwie, ne? Okay. Geld... Ablegen. Items ablegen. Sehr viele Belebersamen haben wir. So. Das alles kann weg. Ach, noch ein Versammlungscape mehr sogar tatsächlich. So, vier Dings. Ich will nur drei Belebersamen erstmal haben. Das dürfte reichen. Ich will auch weiterhin nur zwei Top-Elixiere. So, und Donner behalten wir auch nochmal dabei. So. Jetzt gehen wir endlich mal hoch, Leute. Wir haben Vorbereitungen getroffen. Wir haben noch eine Teamfähigkeit. Moment, hier. Effektiv. Achso, das ist die einzige Teamfähigkeit. Okay. Donner. Können wir jetzt nicht einsetzen. Okay, weil wir haben kein Dings-Pokémon dabei. Das müssen wir später machen und den Level sahen wahrscheinlich auch, ne? Ja, okay. Hey. Der Teddy hat mich hergeschleppt, damit wir üben können, ein Magma-Portal zu erschaffen. Das sieht aber ziemlich gefährlich aus und beängstigend. Will ich das nicht wirklich machen. Hey, Teddy. Hey, Doki. Bist du soweit fertig? Oh. Das ploppt ohne Vorwarnung auf. Ja. Das könnte, was? Das könnte das waghalsigste Unterfangen sein, auf das wir jetzt je eingelassen haben. Daher sollten wir besonders vorsichtig, Vorsicht walten lassen. Bist du wirklich bereit? Ja. Ausgezeichnet. Dann wollen wir das Magma-Portal beschwören. Ich würde halt ganz gerne noch Molga oder so mit ins Team nehmen, aber es geht nicht. Po, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Alles ist gut gegangen. Ja, Mensch, war ich nervös.
Mir reicht's. Ich will nie wieder eine dieser Zugangskarten anfassen. Tja, aber ohne dich hätten wir es mal im Portal nicht beschwören können. Doki, Viridium, worauf warten wir noch? Nichts wie los, zurück zum Riesengletscher. Alles klar. Na, viel Glück, meine Freunde. Noch vor allem, kommt alle wohlbehalten zurück. Keine Sorge. Wart ja einfach auf uns und im Nu werden wir zurück sein. Seit dem letzten Mal haben wir unsere Rollen getauscht, Dummise, was? Dieses Mal bin ich es, der zum Riesengletscher aufbricht. Ja, haha, stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Du kannst dich schon mal auf ein ganz tolles Andenken freuen. Oh ja, ein riesengroßes bitte. Zerstört den Geldekern bitte ein für einmal. Dummise, dir auch viel Erfolg dabei, die Leute hier zu überzeugen. Das wird gewiss kein Kinderspiel, aber wenn es einem gelingen kann, dann wohl dir, Dummise. Ja, vielen Dank. Geh gut auf dich, acht, Viridium. Kommt alle gesund zurück, hört ihr? Ja, also gut, dann wollen wir mal los. Ja, please. Ja, wir verlassen uns auf dich, Dummise. Ach, Gottchen, Nuki. Na, nun Mut, meine Freunde, lasst euch nicht unterkriegen. Nein. Nu, geht das nur mir so oder sieht das hier anders aus wie beim letzten Mal? Könnte es sich hierbei etwa um einen völlig anderen Dungeon handeln? Wir haben das mit den Zugangskarten also doch vergeigt, oder? Wenn ja, dann wird uns dieser Dungeon eventuell nicht zum Riesengletscher führen. Ich glaube, darüber sollten wir uns keine allzu großen Gedanken machen. Wären die Zugangskarten tatsächlich so schwierig zu bedienen, dann hätten nach Taramsiana uns im Vorfeld wohl darauf hingewiesen. Ich vermute, dass die ganzen Änderungen, die sich uns hier zeigen, auf den Einfluss des Eispalastes zurückzuführen sind. Kommt, lasst uns am besten gleich selbst nachschauen. Auf geht's. Alles klar. Ja, da müsst ihr nicht mehr ran. Immerhin übrig, als für eingeschlagenen Pfad zu folgen, ja. Okay. Zack. Ja. Aber wir sind ja so zu viert im Dungeon, ne? Wir kriegen nicht die Level dazu, ne? Nee. Wow. Ist aber auch kacke. Was? Die kriegen doch die Level dazu. Schockwelle. Anstatt Funkensprung, würde ich sagen, oder? Nee, Funkensprung ist allgemein stärker als Schockwelle. Aber ich denke mal, ich mache das so, Verfolgung mache ich weg. Und ich lasse es ja gleich noch Donner erlernen, ne? Verfolgung kann vergessen werden, jo. Alles klar. Noch eine neue Attacke, oh. Elektroball. Der Attack ist stärker, wenn er schneller ist als der Gegner. Aber nee, komm, das... Wir lassen mal Schockwelle. Und... noch eine neue Attacke. Und lassen es gleich noch... Oh. Aber Aeroas ist tatsächlich, glaube ich, stärker, ne? Also bei dem N... Bei dem N-Ende... Nee, Akrobatik ist stärker. Genauigkeit ist weniger. Und AP ist auch weniger, definitiv. Ich glaube, direktes Feld, physisch. An der Stelle, wenn der andere keine Items bei sich trägt. Nee, komm, dann. Ja, Akrobatik kann weg. Kann weg, jo. Und, okay. 26 KP mehr, 19 Angriff. 13 Verteidigung, 19 Spezialangriff, 13 und Viridium auch, alles klar. Ja, rechte Hand. Mann, warum ist das denn... Weißt du, hier ist es nicht auf Info, sondern auf Vergessen Instant. Das ist doof. So, noch eine neue Attacke. Heimzahlung. Normale Attacke. Zauberblatt, Bodycheck. Ja, statt Bodycheck kommen. Bodycheck ist doof mit dem Rückstoß. Ich habe mir jetzt nicht durchgelesen, was Heimzahlung noch machen, ne? Aber naja.
Ich glaube, dann gebe ich nur Teddy und mir die ganzen... Die sind Level 33 beide gekommen, ne? Ist ja voll unfair. Nee, sie ist Level 32, okay. Ich würde aber ganz gern hier im Moment... Calcium erhöht Spezialangriff, das gebe ich mal Teddy. Und... Hier, Donner. Imolga, bitte. Anstatt Funkensprung tatsächlich. Weil Donner ist schon... Eieiei, dieser Damage, Alter. Holy fuck, Mo. Habt ihr diese Damage-Leiste gerade gesehen? Alter Vater, ey. Das ist geil. Ja, wir werden eh gleich, wenn wir... was wollte ich denn trainieren? Drachenklaue, naja. Wenn wir gleich, nach Tara und so wieder mit dem Team haben, dann werde ich ja nach Tara trainieren. Oh mein Gott, ist das... Deswegen gehe ich lieber nur zu dritt in einem Dungeon. Alles klar. Schockwelle ist gut. Schockwelle ist sehr gut. Oh fuck. Imolga! Ja, habe ich irgendeine Attacke? Nee, ne? Schockwelle ist gut. Nochmal, okay. Viridium-Level, alles klar. Kann ich Viridium wieder zurückschicken? Ich kann dann nachher wahrscheinlich, weil Psyana und Nachtara wieder dabei sind, kann ich ja sagen, okay, Nachtara kommt noch mit uns. Und Imolga, Viridium, Psyana gehen selber. Weil das hier geht tatsächlich sehr auf Nerven tatsächlich so. So mit dem ganzen Hin- und Her-Porten. Beziehungsweise nicht mal das Porten an sich geht mir auf Nerven, sondern eher... Alter. Dreimal diese Pokémon hintereinander, lol. Ey, bumm. Oh, das war guter Damage von Walzer. Drachenklaue. Okay, auch allgemein zu viert in einem Dungeon sein ist nicht so, mein Favorite, ja. Und wundert euch nicht, Leute, falls der Part jetzt schon, gleich vorbei ist oder so und ich nicht Tschüss sage oder sowas, dadurch, dass ich jetzt nicht, also da wir jetzt kurz vorm Ende sind, ich heute noch recht viel Zeit habe so, und ich ja eben ein bisschen was wegschneiden muss und so, würde ich mal sagen, nehme ich alle Parts jetzt hintereinander auf, also den Rest wahrscheinlich. Zack. Kannst du mal angreifen, Viridium? Danke. Ach, warum geht denn? Ach, du bist... Viridium verbraucht gleich. Nee, doch nicht. Ja, noch ganz gut KP, okay. Ach, Mann. Jetzt ist Viridium. Warum greifen denn noch alle Viridium an? Warum geht denn alles daneben, Alter? Tschüss, Viridium. Schöner Belebersamen. Okay. Alter, wie viel Leben haben die denn alle? Danke. Schützerband, okay. Das ist gerade nicht so gut. Okay. Oh. Meine Güte. Warum ist denn... Warum geht denn auch Imolga dann an den letzten Platz, anstatt dass... Ist da gerade ein Pokémon gespawnt? So, danke. Meine Güte, ey. Das mit dem Versammlungscape werde ich sonst gleich vielleicht abnehmen. Ich finde halt, das Versammlungscape ist eigentlich ein richtig gutes Item. Aber das haben die ja auch wieder komplett kacke dann programmiert, dass das bei vier Leuten, also bei einem Viererteam, und ich bin ja jetzt gerade dazu gezwungen, ein Viererteam zu haben. So, ich kann es ja jetzt nicht einfach ändern. Ich kann nicht einfach, oder kann ich Viridium jetzt einfach nach Hause schicken? Und sagen, bye bye Viridium. Nein, ich möchte dich, ja doch. Ah, nein, komm. Ich nehme keine Pokémon jetzt noch ins Paradies auf, das ist mir... Nee. Wäre mir zu viel Text, erstens. Und zweitens, ja. Ist das Spiel ja dann
eh bald vorbei und ich werde die ganzen Pokémon eh nicht mehr mit ins Team nehmen. Also von daher brauche ich sie alle nicht. Und wie gesagt, der Text, es ist halt so viel Text und es braucht halt so Ewigkeiten, dass der Text halt so lang scrollt. Und darauf habe ich keinen Bock. Darauf habe ich einfach keinen Bock. Ja, okay.